Ihr fragt euch bestimmt, wo bin ich hier zum Teufel nochmal? Und wieso liegen tote Geschütze rum? Und wieso liegt da Stroh? Und wieso habe ich eine Maske auf? Ja, das alles ist ganz leicht zu erklären. Ich hatte das Spiel, also Black Mesa, gerade schon mal sehr lange aufgenommen. 15 Minuten. Und dann im Nachhinein bin ich dahinter gekommen, dass meine Aufnahme den Ton nicht aufgenommen hat. Ich war sehr gut drauf und bin jetzt ganz traurig, dass die Aufnahme futsch ist. Wir sind aber hier am Speicherstand, der gar nicht so weit weg ist, denn da draußen war der letzte Speicherstand, als wir ja vor den Toren dieses Bunkerkomplexes hier die verschiedenen Soldaten bei diesem kleinen Wachposten da vorne eliminiert haben. Und da hinten haben wir dann auch gleich aufgehört. Also habt ihr gar nicht viel verpasst. Da ich zum Glück diesen Speicherstand, den ich während der vorherigen Aufnahme, die jetzt gelöscht oder nicht mehr brauchbar ist, besser gesagt, gespeichert, erstellt habe, genutzt habe. Denn alle anderen Speicherstände habe ich Leute schon überschrieben gehabt, aber glücklicherweise war der hier noch da. Also gut, wir haben im Übrigen hier eine Bazooka gefunden und sehr viel mehr ist noch nicht passiert. Ich gehe mal raus in keinster Vorahnung, was mich denn jetzt erwarten könnte. Oh mein Gott, ein Helikopter, das habe ich nicht gedacht. Und der hat mich in der ersten Aufnahme total aufgemischt. Deswegen habe ich auch da drin gespeichert, weil ich, mehrere Male an ihm gestorben bin. Aber das müsst ihr jetzt ja gar nicht wissen, weil ihr habt die Aufnahme ja gar nicht gesehen habt. Also kann ich so tun, als ob ich ein kompletter Pro wäre im Helikopter besiegen, das bin ich nämlich total nicht, wie ihr gerade gesehen habt. Okay, dann nochmal, irgendwie werden wir schon schaffen, denn beim letzten Mal habe ich es auch irgendwie nach 5 Versuchen oder so mal auf die Beine bekommen, diesen Helikopter in seine Knie zu zwingen. Der hat gar keine Knie, das ist nämlich ein technisches Gerät. Also was laberst du da schon wieder, Mann? Also gut. Helikopterfreund, du wirst nicht mal lange leben. Ja, doch, wieder. What the hell? Ich glaube, die Kanone ist jetzt wieder zurückgegangen auf mich. Und wieso treffe ich ihn nicht mehr? Okay, ich kann die Kanone auf aufladen. Wurde mir gesagt, das bringt mir jetzt aber auch nicht gerade viel. Okay, dann versuchen wir es einfach nochmal auf gut Glück. Irgendwann werden wir diesen Kampf schon überstehen, da ja die Aufnahmen, die ursprünglichen, wo ich diesen Kampf schon überstanden habe, nicht mehr existent sind. Leider. Und dann wird der Heli, wenn man ihn zweimal trifft, sogar noch aggro und fängt auch an mit Raketen zu schießen. Dieser Helikopter-Noob. Gegen einen Fußsoldaten mit Raketen zu schießen. Meine Fresse, müssen die verzweifelt sein, den Freeman zu töten. Naja, sie schaffen es auch. Zumindest mit den Helikräften. Hilfe! Komm schon! Nein! Wieso schaffe ich diesen Kampf nicht mehr? Jetzt rage ich ja. In der letzten Aufnahme war ich sehr besinnt und sehr ruhig, gechillt. Und nun, nach dem Gefühl 10.000 Mal gegen den Helikopter, werde ich langsam, aber sicher doch ein bisschen aggro. So, ich glaube, ich suche mir eine neue Deckung in Form von diesem Bunker. Da habe ich nämlich auch Lebensheilversorgung, falls noch parat, nämlich hier. Oh mein Gott, ich habe meine letzte Kanone verkostet und du bist immer noch nicht tot. Okay, ich lade mal die Waffe auf, vielleicht hilft ja was. Zweifelsfall, aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Komm schon, Heli! Wieso brennt der nicht? Toll. Ist er abgestürzt? Nein, er brennt nur. Toll. Jetzt kann ich ihn ja nicht mehr besiegen, ich habe keine anständigen Waffen mehr für ihn. Nimm das, seine Armbrust, die so klein ist, dass dein Lack nicht mal beschädigt wird. Das ist schwach, Heli, mit einer Armbrust, also mit Bazooka-Schüssen gegen eine Armbrust zu kämpfen, oder mit Raketen besser gesagt. Das ist einfach nur feig. Au. Ich muss in den Tod laufen, ich habe keine Waffen mehr für ihn.
Was ist hier los? Seit wann ist das übermächtig? Letztes Mal habe ich es auch geschafft mit einer Bazooka und dann anschließend auch mit ein paar Laserschüssen hinterher diesen Helikopter zum Absturz zu bringen. Was ist nur mit meinem Skill passiert? Ich glaube, den habe ich mit der Aufnahme von vorhin verloren. Ja, wird wohl so sein. Komm schon, Heli! Ach komm. Zweimal, glaube ich, habe ich schon getroffen. Zweimal getroffen vielleicht? Dreimal getroffen, der blutet noch nicht mal. Also ich nenne das Bluten, er brennt natürlich. So. Ach komm schon, willst du mir das Leben so schwer machen? Ja genau, der lebt noch immer. Ist klar, Helikopter. Der MP5 werde ich zwar nicht so viel ausrichten können. Ha, du brennst ja schon so extrem. Das ist ja... Wartet mal, es gibt doch noch Bazooka-Schüsse irgendwo, oder? Ja, wieso bin ich da nicht vorher mal drauf gekommen? Nicht klug, Scheiße. So, dann würde ich wohl meine Leben erstmal ein bisschen auffrischen und dann wieder einen Kampf ziehen. Hallo? Ah, da bist du ja. Ja, tu nicht so feig. Stell dich deinem Widersacker. Komm. Was, er hat's immer noch überlebt? Diese Schweine von Helikopterpiloten haben auch so viel Lack, dass es nicht mehr gut ist. Okay, da vorne, glaube ich, war auch noch Munition drin. Und mein Gott, der brennt ja schon wie eine Silvesterlunte. Ja, schlechte Vergleiche, dafür bin ich bekannt. Nein! Nein! Blöder Helikopter, meine Fresse. Bei der letzten Aufnahme hatte ich auch so schöne Kommentare und jetzt sind alle weg. Alles ist verloren, wenn wir gegen diesen Helikopter kämpfen. Meine Fresse. Letztes Mal war ich auch hier vorne und hab's geschafft. Ja, das war ein Fail. Das war irgendwas, aber nicht Fail. Das war Double Fail. Triple Fail. Ich glaube, der zerschießt meine Schüsse schon in der Luft irgendwie so, dass der die abfängt. Oder so, meine Vermutung. Denn er brennt auch nicht mal nach 5 Volltreffern. Gut, er brennt. Ich nehme alles zurück. Komm schon. Ich muss mich mit den Kommentaren ein bisschen zurückhalten. Tut mir leid, aber ich... Blöden! Ja, ja, ja! Da geht er down! Da geht er down, 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 down to the ground! Ja, und das Stimmungslevel hebt sich wieder, denn ich habe diesen nervigen Gegner endlich besiegt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für die Blumen. So, erstmal das ganze Erste-Hilfe-Paket aufgebraucht und dann noch mit dem Anzugsaufladestationchen ein bisschen Nachschub holen. Das war kein deutscher Satz und das weißt du auch, Siontro. Wieso formulierst du ihn dann so hässlich? Ich weiß es nicht. Okay, da unten liegt das Wrack, aber dieses kleine schicke Wrack können wir wohl nicht ausbeuten. Schade, schade. Denn wir haben den Piloten so fertig gemacht, dass er nicht nur ein Wrack, sondern auch ein seelisches Wrack sein wird. Oh ja, armer Pilot. Tut mir jetzt schon leid um ihn. Oh mein Gott, Headkrabben aus dem Boden. Immer noch sehr schön. Und, oh mein Gott, ich habe eine Headkrabbe umgebracht. Oh mein Gott. Ich glaube, Peter kommt bald. Ja, ich weiß über deine echte Identität Bescheid, Daniel. Du hast dich ja geoutet, von der Peter zu sein. Aber mir ist es egal. Ich werde trotzdem weiter Headkrabs killen. Denn Headkrabs sind keine Tiere. Das sind Aliens vom Planeten Xen. Und das wisst ihr alle ganz genau. Und hier oben werde ich einen Speicherstand setzen. Denn, weil, boom. Oh, da fliegen die Jets vorbei und sie stürzen nicht ab. Aber sie bombardieren das Gebiet und das war eine Atombombe. Zumindest hat es so ausgesehen. Joa, armes Dörfchen, sag ich so nur. Armer Freeman, sage ich da nur. Okay, deswegen habe ich ja gespeichert. Keine Sorge, Leute.
Ja, und ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, ob es denn keinen Quicksave gibt. Und ich glaube, es gibt einen Quicksave, wenn mich nicht alles täuscht. Denn zumindest gibt es bei Half-Life 2 einen und das Ganze basiert ja irgendwie auf der Source Engine. Und Half-Life 2 und die Source Engine, die sind ja irgendwie verschwägert. Auf jeden Fall bin ich zu faul, diesen Quicksave zu verwenden, denn ich bin ein Rebell und werde das einfach nicht tun. Hahaha, ihr müsst jetzt damit auskommen, in jeder Folge wahrscheinlich 20 Mal den Ladescreen zu sehen, weil ich wahrscheinlich auch genauso oft hier runterfallen werde. So. Nein, es geht doch irgendwie. Irgendwie nämlich. Das klappt. Okay. Achtung, Achtung. Ah, hallo Kopfkrabbe. Bei Kopfkrabbe. War schön, mit dir Bekanntschaft zu machen. Und wir klettern wieder zurück in die Rohre des antiken Vergnügungsparks. Nicht Vergnügungsparks, Hotelresorts, genau. Das war ja die Theorie eines gewieften Zuschauers unter der letzten Folge, wieso es hier in Black Mesa, nein, nicht in Black Mesa, mitten in der Wüste einfach so Leitungs- oder Kanalrohre gibt. Wer sich die Theorie durchlesen kann, kann das ja gerne in den Kommentaren der letzten Folge tun. Und wer mehr über Ladezeiten erfahren möchte, der muss gar nichts tun, denn diese Ladezeit war sogar angenehm kurz. Merkwürdig, wahrscheinlich weil ich das Level ja schon mal gespielt habe bis hierhin und dadurch das Game schon vorgeladen hat. Vielleicht, ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Dann gehen wir raus in die verdreckten Industriegebiete von Outer Black Mesa oder wie dieses Städtchen hier auch immer heißt. Denn ich glaube, mittlerweile sind wir nicht mehr im Black Mesa. Und was soll ich tun, liebe unbekannte Stimme, die du mir ins Ohr flüsterst? Okay, von hier aus können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Radau machen. Gut, ich habe jetzt nicht so gespielt, dass ich diese Situation nicht kenne. Aber beim ersten Mal bin ich darauf geklettert und habe erstmal 5 Minuten gewartet. Denn genau so lange braucht es, bis die Soldaten einen bemerken und das wollte ich jetzt nicht unbedingt wiederholen. Gut, da oben ist ziemlicher Radau, deswegen umgehen wir diese brenzlige Situation, indem wir hier raufklettern und ich glaube, das war falsch, denn ich glaube, letztes Mal bin ich, ja, sicher bin ich mal raufgeklettert. Und ihr habt's gesehen, da hinten ist ein Panzer. Oh mein Gott, Panzer, ich mag keine Panzer. Außer natürlich Panzer 2694. Und alle Leute werden sich jetzt denken, wer zum Teufel ist das? Und das wird nur Panzer verstehen, wenn er dieses Video sieht. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. Keiner mag meine Videos. Und das sind Soldaten. Ja. Genau. Panzer soll mal endlich hier seine Kompanie abziehen. Schreibt es auf seinen Kanal. Panzer 2694 soll endlich mit dem Panzer aus Black Mesa abrücken. Die nerven nämlich. So, und seine Soldaten sollen auch mal weg hier. Die nerven auch. Wahrscheinlich wurde das unter seinem Regime geführt. Yay, wir sind in der Autowerkstatt. Das gehört bestimmt zu Black Mesa. Das ist die Automechanikabteilung von Black Mesa. Sehr wichtig für die Erforschung des Universums oder so. Was weiß ich. Hatten wir hier nicht irgendwo Munition? Ach, nein, ich bin ja voll, deswegen kann ich die Muni nicht aufsammeln. Okay, dann können wir den Panzer aber glücklicherweise leicht besiegen. Den Panzer 2694. youtube.com/user/panzer2694. Hust, hust. Richtet ihm doch einen netten Gruß in den Kommentaren aus. Das wird ihm bestimmt nicht gefallen. Egal! Macht es. Ich befehle es euch. Nein, tut es nicht. Na, ist mir egal. Tut, was ihr wollt. Ihr hört sowieso nicht auf mich. Okay, wir haben den Panzer besiegt und der Stadtteil ist gesichert. Zumindest soweit wir das jetzt hier erkennen können. Oder wie ich es erkennen kann. Wahrscheinlich erkennt ihr nämlich mehr als ich. Okay. Medikit, das brauchen wir nicht. Secure Access, das wäre schön. Aber genau bis zu diesem Punkt, hier habe ich schon bei der letzten Aufnahme gespielt. Und ich hoffe, dass diesmal das Mikrofon mitgespielt hat und ihr einigermaßen meine Stimme auch hören konntet. Denn dazu ist ja ein Let's Play schlussendlich da. Gut, bis zum nächsten Mal hier bei der Panzer Company in, das ist nicht mehr Black Mesa, in irgendeiner Stadt in New Mexico. Ciao!